Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas von den Testhelden. Wenn auch du dich optimal auf den Einstellungstest bei der Polizei in Thüringen vorbereiten möchtest, dann check doch mal die Videobeschreibung ab. Dort haben wir einen Link zu unserer Webseite, wo wir dich versuchen, mit Hilfe von Experten optimal darauf vorzubereiten. Das Thema heute ist der dritte Testtag des Einstellungstests der Landespolizei Thüringen. An diesem Tag wird die ärztliche Untersuchung stattfinden. Diese Untersuchung dauert in der Regel 3 bis 4 Stunden. Es wird halt geprüft, ob du polizeitauglich bist. Zu diesem Termin musst du deinen Hausarztbefund und alte Atteste bzw. Befunde mitbringen. Was wird dort gemacht? Dort gibt es ein Check-up, Blut- und Urinprobe wird genommen. Es gibt einen Seh- und Hörtest und ein Belastungs-EKG. Es gibt jedoch auch Mindestanforderungen beim Polizeiarzt. Das heißt, man sollte mindestens 50% Restsehfähigkeit unter 20 Jahren besitzen, das heißt unter dem 20. Lebensjahr, beziehungsweise mindestens 30%, wenn man älter als 20 ist. Man sollte ein intaktes Gebiss besitzen, das heißt, die kieferorthopädische Behandlung sollte komplett abgeschlossen sein. Und außerdem sollte man ein sehr gutes Herz-Kreislauf-System besitzen. Die Polizeitauglichkeit könnte jedoch gefährdet werden, wenn Punkte wie Übergewicht und Untergewicht laut BMI aufgewiesen werden oder Bewegungseinschränkungen bzw. Funktionsbehinderungen vorhanden sind. Dazu wird es noch problematisch, sollte man chronische Hauterkrankungen haben oder Allergien oder beziehungsweise ständige Medikamenteneinnahmen. Und ja, das sind so Punkte, die halt zum Nachteil werden könnten. Ja, solltest du alle Tests erfolgreich bestanden haben, ist das immer noch kein Garant dafür, dass du eingestellt wirst, denn es gibt ein Ranking und nur die Besten der Besten bekommen eine Stelle bei der Landespolizei in Thüringen. Genau, das war's zu diesem Testtag. Solltest du noch Fragen haben, schreib's in die Kommentare. Ich würde mich über einen Daumen freuen und ein Abo. Bis zum nächsten Mal, dein Andreas von den Testhelden und ciao, ciao.